An vielen Ecken und Enden tauchen derzeit Online-Shops auf. Immer mehr Menschen vertrauen auf das Shoppen im Netz. Zwei Unternehmen aus Bruck haben nun auch den Schritt gewagt und betreiben einen solchen Online-Shop. Christian Winkler vom Optikshop hat seit einigen Jahren mit seinem Online-Shop sowohl positive als auch negative Erfahrungen gemacht. Aber also im Prinzip ist es so, unser Kundenstock wächst durch unseren Online-Shop. Wir haben im Vorjahr doch schon knapp 10.000 Pakete versenden können. Auf der anderen Seite sind natürlich hohe Aufwendungen da, Personalkosten und anderweitige Kosten und enormer Arbeitsaufwand. Einerseits positiv, es kann allerdings auch ins Negative abrutschen. Will man jetzt das Hauptaugenmerk nur noch auf Online-Geschäfte legen? Natürlich ist es uns lieber, wenn der Kunde zu uns ins Geschäft kommt und wir direkt den Kunden im Geschäft haben und wir den beraten können. Aber wir wollen ja hauptsächlich auch den Kunden außerhalb der Hochsteiermark ansprechen, in ganz Österreich, in Deutschland und Europa. Das ist unser Ziel. Der Kunde, der unmittelbar in der Nähe hier wohnt, den möchten wir auch weiterhin bei uns im Geschäft haben. Aber wir müssen mit der Zeit gehen und dementsprechend deshalb haben wir auch den Online-Shop gemacht. Online-Shopping liegt zwar im Trend, trotzdem ist rechtliche Absicherung unbedingt notwendig. Hier ist vor allem die Wirtschaftskammer ein wichtiger Ansprechpartner. Indem Sie erst zu uns in die Regionalstelle zur Beratung kommen, dann habe ich natürlich noch Experten in Graz und Wien, die dieses sehr komplexe juristische Gebiet bearbeiten. Ich kann nur jedem empfehlen, sich da absolut abzusichern. Pokasnik hat es bereits angesprochen, da sind juristische Fallen dahinter, die fürs Unternehmen gefährdet werden können. Also bitte unbedingt vorher sich rechtlich beraten lassen. Trotz aller Schwierigkeiten boomt der Internethandel derzeit und das hat auch seine Gründe. Die Gesellschaft ändert sich im Gesamten. Wir haben Studien gemacht, bereits 80% der Steirerinnen zwischen 20 Jahren und 74 Jahren sind im Internet zugange. Mehr als die Hälfte der Steirer sind Kunden im Onlineshop. Das ist ein gesellschaftlicher Wandel, dem sich eben unsere Unternehmen stellen müssen.